Hey Peter, wusstest du, dass man in Power BI Daten beim Importieren schon gruppieren kann? Komm, ich zeig's dir. Ich habe für uns folgende Beispieldaten vorbereitet. Die Tabelle hat eine Spalte Laufende Nummer, Verkäufer, Filiale, Buchungsdatum, Umsatz und Kundenname. Wir möchten die Tabelle nach Verkäufer und Filiale gruppieren. Dafür markieren wir diese beiden Spalten und gehen über den Menüreiter Start auf Gruppieren nach. Im oberen Bereich sind nun schon die zu gruppierenden Spalten ausgewählt und wir können nun im unteren Bereich weitere Aggregationen hinzufügen. Standardmäßig ist die Spalte Anzahl mit der Vorgabe Zeilen zählen vorgegeben. Über Aggregation hinzufügen können wir zum Beispiel das minimalste Buchungsdatum ermitteln. Aber auch das maximalste Buchungsdatum. So, ich habe für die verschiedensten Datentypen verschiedenste Aggregationen angelegt. Auf numerische Werte lassen sich so gut wie alle Vorgaben anwenden. Auf nicht-numerische Werte wie der Kundenname oder das Buchungsdatum funktionieren nur Aggregationen, die auf Sortierung beruhen. Wir sehen, die Daten wurden nun nach Verkäufer und Filiale zusammengefasst und die Aggregationen ergeben die Anzahl der Zeilen, das Min und das Max des Buchungsdatums, den Median des Buchungsdatums, die Summe und den Min und Max des Umsatzes sowie den Mittelwert und den Median. Und auch für den Kundennamen den Min und Max und den Medianwert. Durch das Gruppieren der Daten bereits in der Abfrage kann die Datenmenge schon in der Quelle reduziert werden. Ziemlich cool, oder? Hat dir dieses Video gefallen? Dann klick auch auf eines dieser anderen Videos.